Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute zeige ich einmal die Rettungsgasse, die klassische. Wer links, wer rechts fährt, muss auf die rechte Seite ausweichen, wer links auf die linke Seite. Das gilt allerdings nur, wenn die Einsatzkräfte Blaulicht und das Horn eingeschaltet haben. Wenn die ganz fröhlich fahren dann, und keinen Einsatz haben, dann geht es nicht. Aber wenn keine Abfahrt ist, dann sollte man sowieso immer den Mittelstreifen freilassen. Und jetzt zum zweiten Punkt. Die sogenannte Rechts-vor-Links-Regel. Gestern hat es in Linz auf der linken Brückenstraße kurz vor der Eisenbahnbrücke einen Dummheitsunfall gegeben. Denn ein Autofahrer hat dem anderen die Vorfahrt genommen. Die Rechts-vor-Links-Regel gilt erstens, wenn die Kreuzung ungeregelt ist, zweitens, wenn auf der Kreuzung weder ein umgekehrtes Dreieck auf irgendeiner Spur ist, zum Beispiel wenn der Grüne da jetzt einen Vorrang geben hätte, dann hätte der Rote Vorfahrt. Wenn der Rote ein Stoppschild gehabt hätte, dann dürfte der Grüne sowieso mitfahren. Weil von dem Roten aus gesehen hat der Grüne immer Vorrang. Leider passiert es auch immer wieder, dass vor allem die Führerschein-Neulinge sich offensichtlich nicht an das erinnern können, was zwei Tage vorher gelernt haben. Aber es ist so typisch für denen. Deshalb bin ich der Ansicht, dass man bei der medizinischen Untersuchung auch ebenfalls einen psychologischen Eignungstest machen sollte, um herauszufinden, wer da wirklich fahren kann und wer nicht und wer psychisch dazu in der Lage ist. Auch das Fahrsicherheitstraining sollte einmal ein bisschen verschärft werden. Insbesondere dann, wenn man zum Beispiel mal folgende Simulation macht. Man setzt denjenigen in ein Fahrschulauto und fährt dann auf ein Testgelände, da wird das Ganze realistisch nachgestellt. Aber jetzt kommt die Besonderheit. Der Fahrschüler bekommt eine 0,5 Promille Brille aufgesetzt. Ja, so etwas gibt es. Da wird praktisch die Reaktion getestet. Ich sage eine Schocktherapie. wie die Reaktionszeit ist, wenn man 0,5 Promille Intus hat. Schritt 2 bei einer Promille. Schritt 3 bei 1,4 oder noch besser, 1,5. Der macht es ein einziges Mal durch und das vergisst er dann sein Lebtag lang nicht. Ich habe das einmal per Gaudi, habe ich das einmal auf einem Vorrad probiert, auf meinem Dreirad mit einer 0,5 Promille Brille und ich bin im Hof keine 40 Meter gekommen. Weil man sieht wirklich nichts. Ich bin auch der Meinung, dass man nicht nur den Führerschein Neulingen, sondern auch die Leute, die wo jetzt dort 10 Jahre fahren, dass die nur mal zur Nachschulung gehen sollten, weil in die 10 Jahre verändert sich ja so einiges. Eines noch
bezüglich der Rettungsgasse. Ich habe kein Verständnis für solche Leute, die nicht in der Lage sind, eine Rettungsgasse zu bilden. Und zwar überhaupt keine. Wenn, so wie es heuer schon öfters war, dadurch eine Person vor Ort stirbt, weil die Rettung zu spät gekommen ist, weil die Leute zu blöd dazu sind, auf die Seite zu fahren. Wenn es Todesopfer gibt, dann hört sich bei mir der Spaß auf. Und deshalb habe ich ja schon mal im Internet da geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass jede Person, die keine Rettungsgasse vor Ort bilden kann, weil sie psychisch nicht dazu in der Lage ist, eine Geldstrafe von mindestens 10.000 Euro inklusive 15 Jahre Fahrverbot, und wenn die Person es nicht bezahlen kann, dann eben eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren. Allerdings im schlimmsten Gefängnis der Welt. Der überlebt dort keinen Tag. Solche drastischen Maßnahmen gehören gesetzt, denn Menschenleben kann man nicht rückgängig machen. Wenn jemand stirbt, das Opfer, versetzt euch einmal in die Lage. Ihr seid daheim, ganz fröhlich, freut euch, wenn in meinem Falle die Frau oder halt bei anderen Leuten der Mann oder wer immer nach Hause kommt, und dann ruft die Polizei an und sagt, tut mir leid, aber ihr Gatte oder Gattin oder wer, also ihr Familienmitglied ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt, weil die Leute nicht dazu in der Lage waren, eine Rettungsgasse zu bilden. Ihr Verlust tut uns sehr leid, aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Natürlich würde die Polizei das anders machen, aber ich habe sie halt jetzt einfach einmal so gesagt. Ihr wisst, auf was ich aussehen will. Deshalb bitte gebt immer Acht, dass ihr die Rechts-vor-Links-Regel beachtet, dass es nicht raucht im Fahrzeug, dass nicht abgelenkt wird, denn jede Sekunde, die ihr abgelenkt werdet, kann ein Menschenleben kosten. Jede kleinste Ablenkung kann zu einem Unfall führen. Und ich habe genügend Leute schon erlebt, die danach die Hände zusammengeschlagen haben und nicht mehr gewusst haben, wie es weitergeht. Und dadurch wurden auch sämtliche Familien zerstört. Also, bitte passt auf der Straße und konzentriert euch nur auf den Straßenverkehr. Ich war jetzt halt abschnittsweise sehr, sehr laut, aber sowas geht mir einfach ans Herz. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cool und gesund. Über ein Abo, ein Like und eure Kommentare würde ich mich sehr freuen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Euer Mike.